knapp nah sind. Wir haben die großen Erschreckung haben. Ja. Was er da erzielt, in so wenig Tote, weil hier Test, 500.000 Tests pro Tag. Ja, das nützt doch nichts. Ich kenne keinen Schwein, der getestet wurde. Und wenn du da hingehst, dann teste keiner, wenn du sagst, ich habe die Symptome, da kommst du aus dem Krieg und bleib. Nö, du weißt das. Ich teste keiner. Nein, und wenn du was weißt, dann sagen sie, ob wir hier drin passen Geld und dafür zu haben. Der lügt wie genug. Ich bin Anfang März. Ich finde sowieso, dass der sehr schlecht rüberkommt mit der Leiter eines solchen Instituts. Das finde ich jetzt nicht toll. Ja. Anfang März habe ich die Seuche gehabt. Zu meiner Ärztin, ne? Also auch Fieber, komplett, ne? Hier hat er flach gelegen. Ist aber kein Corona, oder? Ich war so schnupfen, habe ich gar nicht gefroren. Ein bisschen Fuß. Das ist was ich gesagt genommen habe. Eigentlich die beste Symptome. Ne? So. Da bleibt was dran. Ja, ich hoffe mal. Das wird nicht gut, ne? Aber ich bin zu meiner Ärztin, ne? Die hat mich ganz schon mal abgehört und alles. Ne? Die hilft doch nicht. Ich habe gar nichts hin. Nein, was dann ganz doch. Das finde ich gar nicht. Tausend Mann testet und dann 10 hat. Ja. Aber das ist gut.
Testen bringt nur was, wenn der Test auch eine Reaktion. Also wie früher mit dem Mund, mit dem Aids-Test. Was nützt mir das denn, dass die vor einer Woche ihren Bockschein gemacht hat? Ja. Da weiß ich nicht, mit wem die jetzt halt umgefügelt haben. Ja, was ist das für ein Spatzel? Ja. Da war das plötzlich nicht wichtig, die Leute zu registrieren. Ja. Nur weil es noch prominente Schwule dabei gab. Weißt. Ja, richtig. Wenn man damals so konsequent vorgegangen wäre wie jetzt, dann hätte man den Scheiß schon längst im Griff. Ja, das kommt immer darauf an, wer davon betroffen ist. Ich habe auch manchmal so das Gefühl, also erstmal auch in Italien oder auch in Spanien. Ich glaube nicht, dass es alles Italiener und Spanier waren. Wir haben ganz viele Leute, die in der Rente in diese Region ausgewandert sind aufgrund des Klimas. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum wir uns jetzt hier die Totenkeime von Italien und so in unsere Tanken wollen. Aber das sind wahrscheinlich noch nicht mal Italiener, sondern Deutsche. Ja, okay. Ja, das sind die Toten leben viele halt. Es betrifft ja zum größten Teil, ich sag mal, wir sind die, die am meisten betroffen sind von der Ansteckung, aber Schäden tun alle, die über 80. Also prozentual gesehen. Ja, wenn man jetzt mal zynisch ist, die Sozialbetriebe, die es früher gibt, was sind denn ja 10 Rente hier rum, wir haben so viele Rentner, wer weiß, jetzt fahren, geht das ganze Land in die Knie, ja. Die werden 100.000 Existenzen über Jordan geben, ja. Um Leute zu retten, die nächstes Jahr sowieso gestorben werden. Ja. Genau. Um jetzt mal böse das zu machen. Es ist aber so. Den Gedanken habe ich auch. Ja. Ja. Ja, und deswegen bin ich richtig sicher, ob wir hier. Ich kann verstehen, dass man sagt. Ich kann sagen, dass da ganz wichtige Leute dabei sind in diesem Alter. Ich habe gerade. Geht's doch. Das ist wie in der RAF. Das ist das Einzige, was es immer. Politiker handeln immer dann, wenn sie ihn selber angreifen. Genau das. Das ist das. Für den rechten Terror hat sich nie eine Sau interessiert, weil die eigentlich jahrzehntelang sich für Politik interessiert haben. Wir haben Ausländer verhauen und Behinderte und das war den Politikern egal. Und auch die RAF. Die hat Politiker die sprechen. Und deswegen wurden die auch völlig über die Maßen, also natürlich muss man einen Mörder fangen und einsperren, aber die haben ja auch Leute 10 Jahre eingebucht, die hatten ohne Kenntnis einfach nur die Wohnung angemietet, in denen sie sich versteckt haben, als Strohmann und haben dafür einen Eiermann gekriegt. Ja. Wussten gar nicht, dass das für die RAF ist. Ne? Und das ist für mich der Beweis. Immer wenn Politiker Angst haben, es könnte auch ihnen Anklagen geben, dann wird gehandelt. Und das ist das, was jetzt passiert. Ja. Weil das kriegt ja auch offensichtlich jeder. Es gibt auch gar keinen Ort, Nein, da
Falsch rum. Mhm. Der hat der Hicker ja dann, der hat einen
Draht eine Schraube. Aber nicht den eigenen Steppdraht, sondern das war bei Flissingen passiert. Mhm. Da kam ein großer entgegen, ja, hatte keinen Platz und wir mussten sehr dicht ans Ufer ran. Ja. Und dabei hat er sich einen Draht reingezogen, der da wohl im Wasser lag. Den hat irgendein anderer mal verloren. Ja. Und da fuhr sonst keiner lang, deswegen war das nicht aufgefallen. Und er musste da ganz dicht an den Böschen ran und dann hat er sich den Draht reingezogen. Dann ist, der hat eine Yacht geschleppt, die ist noch abgerissen und dann irgendwo hin und kaputt. Und so richtig. Ja. Richtig unfreundlich. Ja. Ja, der muss jetzt noch Stettin in die Berge, oder den Draht raus. Ja, ich sag mal, der muss nicht über Stettin. Nein, die wollen über dahin. Ja, das ist aber dann ja günstig. Ja, die wollen auch noch. Ja, ja, aber das ist ja nicht der normale. Ja. Naja, das war nicht meine Bezahlung. Ja.
auch auf der anderen Seite, wo sie die Straßen machen und so, wo die hinkommen. Ich weiß nicht. Überhaupt keine Erklärung. Ich habe mich hier gar nicht dran gewöhnt, dass die Bäume weg sind. Ob das jetzt noch getan hätte, so Bäume zu finden. Ihr breiteren Kanal brauche ich. Ihr vernünftigen Rettungsweg, dass auch einer kommen kann, wenn jemand mit ist. Das, ja. Das war nicht überfällig. Aber, ja, das war wirklich. Aber hier. Aber ganz gut, habe ich den Eindruck. Also es ist immer noch, aber auch keine, der fühlt sich immer beschnitten, letztendlich.
Mittwoch kann ich in Urlaub gehen. Eine Woche über Ostern? Ja, hatte ich auch gesagt, aber machen wir auch eh nichts. Dann können wir, was haben wir vor über Ostern? Aber das Wetter soll ja gut werden. Irgendwas, ja, ja. Das wäre schön. Irgendwas brauchen wir mal. Man muss nicht irgendwo drinnen sitzen, man hat ja einen Garten. Dann hat er einen guten Fahrer als mein Vater. Geht jetzt auch nicht. Sehr schlecht. Man muss halt immer bei Eier suchen, die Tochter macht bei Eier suchen, jetzt mal erfolgen. Gestern hat man bei Eier suchen und online, dann macht man einfach Skype und dann muss sie uns mit dem Garten nicht geben. Ja, das kann man auch machen. Das System ist eben so, dass du keine Schrauben hast.
Bistro-Tisch und so. Da kann man schön sitzen und Bier trinken oder hier mit dem Tischgrill oder genau, oder gemütliche Suppe, wo die anderen hier gerne machen. Ja. Und da kann man das bei Schönwetter, das ist ein Windschutzbuch, ein kleines Sonnenschirm. Ja. Und dann kann man da schön dieses so lesen oder einfach mit Musik an oder so. Und da habe ich so diesen grünen, so grünen Teppich, der ist nach so viel raus. Aber den muss man so alle zwei, drei Jahre muss der neu, weil der dann nicht mehr schön ist. Und jetzt ist der Weg nicht mehr schön. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ich hatte mal diesen grünen Teppich von dem Pool damals, wo also über den Pool quasi drin hatten, aber drumherum noch nicht fertig war. Oder ich sagte zur Frau, damit die Kinder rein können, fahren wir zum Baumarkt, wo einfach diesen grünen Rasen, dann schmeißt den drumherum, weil sonst über den Dreck müssen, hast du ja schon ein bisschen. Da stellt man dann fest, da gibt es verschiedene Qualitäten. Also es gibt auch welche mit Drainage und so, oder tolle, relativ tolle, coole Teppiche da. Oder eben ganz einfach. Ich denke, was ich auch machen würde, die Arbeit da. Ja, alles war ja so. Gut, da ist ein Abfluss. Ne? Es gibt ja auch eine Raumfunktion. Ist nicht nur gut. Bei den Bäumen gibt es Hirten und Weihnachtsbäume. Bei den Blumen gibt es auch die Untergruppe Tulpen und Rosen. Osterglocken. Und der Rest ist halt Bäume, Sträucher, Blumen. Das sehen wir noch kein Förster. Ich weiß nicht. Aber Sie haben Garten. Ja, das Gras. Das ist schon eine Tuja-Hecke drumherum, aber die ist nicht mehr schön, leider. Stuart, es kommt. Take your cup. It's for you, not for us. Ich habe eine Decke schon gebaut.
Technik überall gut, ja. Was mich ein bisschen ärgert, ist eigentlich, dass dieses Jahr dann auch wegfällt, weil ich wollte ja ganz gerne den Blindenschein machen. Meistens darf man doch auf den ganzen Flüssen eh nicht schneller fahren als 6 km/h oder 12 oder so. Ja, aber also, wenn man auf den Flüssen mal rauszutauen, dann kann man zu der See zu gehen, dann ist das jetzt nicht. Ja, das stimmt. Aber wirklich. Ich habe mit dem Sport zu gehen, ich habe mich Thank you.
Also wenn der wirklich abbremst, muss er das eine Gelegenheit auch machen, dass man die Kreuzung nicht spielt. Ja, vorne, man ist nicht sehr schnell, da wir halt ja schon. Ja. Da steht plötzlich da und sagt, oh, da geht's raus, du stehst hier voll. Ja, so wird das wieder. Da muss man aufpassen.
Yeah.
Roboter zu finden. Ja. Ja. Thank you.
Der hätte ich, wenn ich dachte schon, der wäre nicht. Ich hätte ihn doch am Flaggenstock gehabt. Der Ecke ist noch 2 Kilometer voraus. 2 Kilometer? Ja.
den letzten Dorf ab, der gerade mal Büttel ist. Das ist doch ein, das sind zweimal drei. Schön. Ja. Thank you.
Oh, ich bin auf der Gefahr, ich schoss zu werden. Ja, also wenn ich mal, dann, es gibt dann anscheinend auch keinen normalen Schnupf mehr. Also man ist ja gleich hochrangig infiziös. Ja. Ich mache da mit bei den ganzen Scheiß, weil ich es nicht besser weiß. Aber ich vermute mal, dass wir alle fahren. Ja.
Training lang. Das ist immer gut. Auf 8, sehr schön. Yeah.